Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 unseres Grand Skies LPTs mit Razor Place. Ja, moin. Und mir RSG. Ich habe jetzt vor, zuallererst mal den Cyclic Assembler zu nutzen und einen Acquisition Unit, um Otto und Salz herzustellen und mich generell mal um die Hell's Kitchen Quests zu kümmern, ein bisschen mehr, während Razor sich ein bisschen darum kümmert, den... Kann er eigentlich selbst erzählen, ne? Ja, ey, du bist so faul, um es zu erklären, oder was? Ja. Ich war aber nur ein Hai-Ofen. Deutsche Übersetzung darf ich nicht erwähnen. Ja, habe ich ihm verboten. Deutsch ist was für Loser. Auch wenn wir gerade Deutsch reden, ich weiß, aber das ist ja, das ist Selbstironie. Das muss so. Warum hast du mir eigentlich... hinbauen. Warum hast du mir eigentlich die Reward-Bags gegeben? Dass du vielleicht so ein Reward Back Opening machen kannst. Wozu? Weil man es kann. Weil es schnell geht. Wozu muss ich ein Reward Back Auto Opener bauen, wenn wir gar nicht genug Reward Backs bekommen, als dass sich das lohnt? Du kennst doch auch CSGO Case Openings. Nein. Hoffentlich. Ich spiele kein CSGO. Ja, nur weil ich es habe, heißt es nicht, dass ich es benutze. Ja, er hat wirklich CSGO und hat es noch nie gespielt. Ich hab's auf Steam. Das heißt nicht, dass ich es jemals spielen würde. Oh! Warte. Faithful hat endlich Texturen dafür! Die haben es endlich geschafft, mal Texturen für die ganzen Pulverized und Broken Kram da einzufügen. Ich bin beeindruckt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie noch so viel ändern. Fällt dir jetzt erst auf? Hä? Fällt dir jetzt erst auf? Ja. War das einfach schon länger so? Keine Ahnung. Und den Hochofen baust du halt vielleicht. Ich würde jetzt sagen, dass du den vielleicht hier so ranbaust, an den Kubus dran oder so. In die Nähe des Kubus. Mach wer jetzt nochmal den Magneten aus, sonst nerven dich die Shards, die mal an deinen Inventar kommen. Ja, der ist schon aus. Und dann baue ihn so, dass wir ihn mit dem ME-System automatisieren können. Entschuldigung, ich mache auch meinen Magneten aus. Da. So. Output. Gut, und ich werde währenddessen mal kurz das total viel interessanter machen. Das ist schon wieder ein Zombie hier. Was machen die Mistviecher eigentlich immer hier? Naja, egal. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade noch kurz machen? Mir ist nämlich was aufgefallen, was ich noch brauche. Erstens mal noch ein paar Fluid Ducts wären gar nicht schlecht. Aber ich wollte noch was anderes haben. Ach ja, genau. Ein Schematik. Das Ding. So. Und wo baut man das am besten hin? Hier habe ich ja schon Wasser. Und auch schon gleich zwei Aquis-Accumulatoren, die direkt daran arbeiten, mit dem einen Conduit hier und dem einen Fluid Duct. Eigentlich könnte ich das dann auch direkt an das Ding ranbauen. Nur ich brauche ein... Wie baue ich das? Ich brauche ja zwei Stellen, an die ich rankomme. Mit dem ME-System, damit das funktioniert. Das Kabel liegt hier. Da. Da ist das Wasser. Ich wollte eigentlich noch einen Acoustic Unit da dran bauen und den extra dafür machen. Ich meine, wenn ich den extra mache, ist es vollkommen egal, wo ich das hinpacke. Nur dass die Kabel meistens oben verlaufen und nicht unten. Ich kann es eigentlich auch hier zu meinem sowieso generell schon ziemlich angewachsenen Klatterkram packen. Aber das mache ich glaube ich auch nicht. Ne, ich glaube ich packe es dahin einfach mit dazu. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein Interface und ein paar Item Ducts. Inter. Ich kann wieder nicht schreiben. Hast du kurz deine Schaufel? Guck ins ME-System, da liegt alles drin, wenn es da ist. Da liegt Klein-Digger drin. Und wo Groß-Digger ist, weiß ich nicht. Groß-Digger wäre gerade ziemlich praktisch, aber... Das müsste eigentlich irgendwo sein, denn ich meine, ich hab's... Wenn es ist, dann ist es eigentlich im Filing-Cabin und damit im ME-System.
Aber ist es oder nicht. Oder das habe ich in meinem Inventar gehabt, bevor ich mein Dings verloren habe. Ja. Warum liegt hier eigentlich noch wieder ein Diamond Hammer mit Unbreaking und Fortune drin? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Wenigstens habe ich jetzt noch einen für die letzte Variante, die mir noch fehlt. Irgendeine Variante fehlt mir nämlich noch. Hä? Achso, der ist wahrscheinlich gerade am Reparieren. Aber der wird nicht rausgezogen aus irgendeinem hier unerfindlichen Grund. Ich hab doch eine Empty Blacklist. Warum macht er jetzt nichts? Warum zieht er den jetzt nicht raus? Könnt ihr mir das mal erzählen? Könntest du höchstens nach der Folge schreiben. Bringt aber glaube ich auch nicht weiter. Nee, nicht wirklich. So. Verstehe ich gerade nicht. Dann mache ich hier mal Export und sage Whiteliste nur den. Hammer. Mal sehen, ob das dann funktioniert. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch gerade egal. Hauptsache, das funktioniert jetzt wieder mit Obsidian drin. So. Weil da sollte Efficiency Hammer rein. Bei Obsidian. Das ist nur der Unbreaking Fortune. Wo ist denn der mit Efficiency? Hä? Unbreaking? Da ist der mit Efficiency. Der soll da nicht rein. Der soll bei Obsidian rein. Du darfst übrigens auch reden. Achso, muss ich nicht die ganze Zeit nutzlosen Schwachsinn reden. Ja, mach weiter so. Ich glaube, das mögen die sogar. Ich weiß nicht, ob Zuschauer es mögen, wenn man nutzlosen Schwachsinn redet. Ach, die meisten YouTuber doch auch. Die haben noch nichts gegessen. Weil nicht. Ist mir auch relativ egal. Blau. Blau oben. Machen wir mal orange an der Seite. Dann da ein Interface drauf. Und zwei Item Ducts so an der Seite. So. Dann Schematic rein. Mir fällt gerade auf, dass wir das Ding ja auch noch Energie brauchen. Energie habe ich jetzt nicht in der Nähe. Naja, doch, habe ich. Sogar perfekt in der Nähe. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich müsste eigentlich mal jetzt PIP anschalten, damit die Leute auch sehen können, was du gerade machst. Interessantes. So, ich habe mal PIP an. Hacken das bestimmt nicht, was ich gerade baue. Alter, jetzt laggt's noch mehr. 15 Frames läuft. Ich glaube, PIP zieht. Ui, ja, auf einmal habe ich 24. Okay. Ich glaube, ich lasse PIP wieder aus. Alter, das ist ja richtig ressourcenfressend, ey. Wahrscheinlich, weil er beide Positionen rendern muss. So, das Schematic ist blank. Was wir aber wollen, ist so und so ergibt Salz. Und wenn wir das jetzt einspeichern und einen Pot reinlegen, sollte er uns daraus mit ein bisschen Wasser Salz erstellen können. Wunderbar. Das heißt also, wir haben jetzt schon mal eine automatische Salzproduktion. Und der Salz wird automatisch ins System... Der Salz. Das Salz wird automatisch ins System gepackt. Mir fällt gerade auf, dass wir überhaupt kein Interface brauchen. Was? Das ist wirklich was gegen Deutsch. Was bist du sogar in deiner Heimatsprache? Also, soweit wie ich weiß, bist du hier geboren. Deutschland. Ja, bin ich. Im guten deutschen Lande. Nicht geboren. So, ich brauche nämlich überhaupt kein Input, fällt mir gerade auf. Was ich aber machen werde, ist, dass ich ihn auf Enabled High schalte. Und mir dann ein Level-Emitter schnappe. So ein Gerät. Und ein bisschen Salt. Genau gesagt, reicht eins vollkommen aus. Im Gegensatz zu Debiton nutze ich mein Wireless Terminal ein bisschen sparsamer. Dass es länger hält. Und dann schmeißen wir da Salz rein und ich sage, emit
when levels are below or equal to limit. Und dann sage ich mal, ich möchte gerne 1024 Salz in meinem System haben. Immer. Dafür brauche ich dann auch keine Barrel. Wobei mir gerade auffällt, dass ich es auch mit einer Barrel lösen könnte, statt dass ich das jetzt Salz im System speichere. Aber das ist mir jetzt gerade egal, ich speichere das jetzt im System und lasse es immer dann Salz herstellen, wenn ich es gerade brauche. Hm. Das geht ja auch. Aber eine andere Möglichkeit wäre, das auch noch mit einer Barrel zu machen. Aber ich glaube, ich mache es so. Das geht auch. Salt. Kompliziert ist besser. Ja, ist nicht mal kompliziert. Es ist eigentlich genauso schwer. Das wär's ein, der einzige Unterschied wäre, es wäre sogar komplizierter, denn ich müsste eine Barrel und dann noch einen Storage Bus bauen. Also hier wäre dann die Barrel und dann da noch ein Storage Bus oben drauf. Hm. Mal, dann würde ich den Salz... Ich glaube, ich mach's doch mit der Barrel. Den Salz. Mann, ey! Ich hasse mich dafür, dass ich so scheiße gerade mit Deutsch... mit dem Deutschen... Grr, mit der deutschen Sprache umgehe. Alter, es wird nicht besser. Du solltest meine Folge in Englisch machen. Vielleicht. Ist zwar kein Mensch, der mehr mitkommt. Naja, doch. Die engländischen Leute. Die englischen Leute. Alter, echt. Ich glaube, heute sollte ich nicht weiter reden, weil ich einfach überhaupt kein Deutsch gerade heute kann. Also muss ich jetzt erst hier sein und immer gucken, was du machst und dann sagen, was du machst oder was? Nö, das habe ich nicht gesagt, aber du kannst halt gerne darauf achten. Ach, keine Ahnung. 90 Salz haben wir jetzt schon. Der kurzen Zeit mal eben produziert. So, und dann hier ein Storage Bus drauf. Dann packe ich das Salz nochmal mit in dieses Ding da rein. Zack. Und jegliches überschüssige Salz wird dann also auch wieder getrashed. Aber der stellt jetzt automatisch Salz her. Und dank dem Level-Limiter nur so lange, wie es notwendig ist. Oder nötig, darf man aber auch sagen. Gut. Gesundheit, Hund. Gut. Ich glaube, das hat man nicht mal in der Aufnahme gehört. Hat man nicht. Kann sein. Ich glaube aber man hat es gehört. Ich meine, mein Mikro ist laut genug. Nee, ich hab's nicht gehört. Du nicht, aber das ist Teamspeak-Sprachaktivierung. Achso, ja gut. Ach nee, da darf ja nichts hin. Da muss ja jetzt der neue Aquis Accumulator dran. Das heißt, ich baue jetzt erst nochmal hier so. Dann kommt der neue Aquis da dran. Ich mache nämlich jetzt einfach noch einen, weil wir ja noch nicht genug haben. Aber ich glaube, drei sind besser als einer. Wie der Fahrstuhlmonteur sagte. Nee, der Fahrstuhlmonteur sagte, Kabel sind dicker als Seile. Damit könnt ihr recht haben. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob auch nur irgendeiner von euch die Andeutung verstanden hat. Ich gehe ganz stark davon aus, dass kein einziger von euch verstanden hat, woran ich da gerade angedeutet habe, aber das ist bei vielen Sachen so. Genau wie die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Kennen auch irgendwie viel zu wenige Leute. Ich weiß nicht mal warum. Ich dachte eigentlich, dass jeder diese Person kennt, die das gemacht hat, so dass man das gemerkt hat. War ich eigentlich der Meinung, dass das so wäre, aber anscheinend täusche ich mich da im gröbsten und ärgsten Sinne. So, jetzt das mache ich übrigens immer nur, damit keine Tröpfchen runterkommen, weil mich die Tröpfchen so aufregen, die immer runterkommt, wenn man da Wasser hat. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Ansonsten hat das keinen Grund. Dann so, so. So und so. Dann können wir da nämlich Wasser reinschmeißen. Und zwar nur ein Bucket. Den zweiten werde ich irgendwie los. Ach, ich packe den zweiten einfach in den ersten rein. Das ist ja in Minecraft ja möglich. Wunderbar. So. Und wir haben noch mehr Wasserproduktion. Wir haben noch nicht genug. Das ist wirklich so. Wir haben noch nicht genug Wasserproduktion. Das Ding wird immer noch zu langsam voll. Aber gut, wir produzieren jetzt langsam aber sicher ein bisschen Salz. Und wenn das Ding voll ist, dann ist er auch voll. Dann haben wir ja genug Salz. Und dann ist es gut. Cool. Und du? Bist du fertig? Theoretisch ja. Nur ich sehe gerade nicht im Interface durch. Das. Achso. Du hast immerhin ein Scotch-Duck dran gebaut. Immerhin. Jetzt versuche ich mal gerade was. Precision.
Nein, das musste ich auch gar nicht für die Quest machen. Gib mal das Büchlein her, das gelbe. Danke. Da muss was anderes hin, aber. Apropos Quest, da muss ich auch noch mal wieder zwei claimen. Und zwar einmal die. Ich nehme mal natürlich Scorch Bricks. Und einmal die, da nehmen wir Redstone Thruster, brauchen wir nicht. Also nehmen wir das. Die Steam Turbine ist nicht schwer herzustellen. Huch. Was muss noch andocken? Ja. Wir haben 53 Leben. Oh, wenig. Oh, 100. Haben wir 100% Leben. Netherfish. Hab ich auch gekriegt. Nice. Nice, das sind beides wirklich nice Rewards. Da hat er vollkommen recht. Das Nether Iron Ore schmeiße ich in unsere Eisensmeltery. Welche von den beiden ist denn die Eisensmeltery? Copper, Gold, Platinum, Iron. Das ist die Iron Smeltery. Das heißt, da kommt mal der Nether Iron rein. Weil, warte mal, kann ich das nicht besser verarbeiten? Pulverizer, dafür, das, das. Nö. Egal, schmeißen wir es einfach in die Smeltery. Kommen noch mehr Eisen. Worüber ich mich freue, ist über die Runes of Sacrifice, die sind teuer. Hallo, Enderman. Wow. Das ging schnell. Zwei Enderperlen. Geil. Und vier Runes of Sacrifice. Yay. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir die erste Reihe voll. Das nur durch Quest Rewards. Ey. Jetzt hat er mir einfach meine Rune geklaut. Wenigstens geht das Ding dieses Mal nicht in die Trashcan. Aua. So, ich glaube, jetzt baue ich noch ein paar Speedrunen, ne? Das kann ich eigentlich auch noch mal schnell machen, dass ich die zwei Runen da zur Speedrunen umarbeite. Rune. Wollen wir nämlich Speedrune. And if the sugar is higher than the feeling. Ach, keine Ahnung, ich kann das Lied nicht. Ich kann den Text des Liedes nicht. Das Lied an sich kenne ich, aber ich kann den Text des Liedes nicht. Got me lifted, feel so gifted. Sugar I get so far. Sugar I get so far. Also, der Typ kriegt ein Sofa, wisst ihr? Der war schlecht. Der war schlecht. Der war so schlecht, dass das echt... Dass keiner gemerkt hat, dass es überhaupt ein Witz sein sollte, ne? Synchronisieren von uns beiden war gerade gut. Home. Der war schlecht. Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Hat ja, dass wir gerade beide gleichzeitig gesagt haben, dass der war schlecht. Fisch und Fisch. Im gleichen Fisch. Moment, als ob wir uns gerade gesprochen hätten. Für mich klang es unterschiedlich. Also das liegt wohl eher daran, dass... Das liegt wohl eher daran, dass Verzögerung und so. Ah, nicht runterfallen. Gut, erstmal den Magneten wieder anschalten, damit ich meine Runen nicht verliere. Sacrifice-Runen sind teuer. Ich da jetzt Stil hier? Oder was auch immer du... Ja, Stil. Das steht in dem gelben Büchlein. Das wollte ich deswegen ja haben. Damit ich die richtigen Sachen konfigurieren ja, kann. Das hast du mir auch vor 2 Sekunden weggenommen. Ja eben, deswegen sage ich, das wollte ich haben, damit ich das konfigurieren kann. Home. Ja, ja, ich weiß, ich bin super nett. So. Erstmal nochmal schnell das Ding und so. Und dann schauen wir nochmal kurz rein. Das Einzige, was wir wirklich wollen, ist Stahl. Und du hast was Wichtiges vergessen übrigens. Eigentlich das Wichtigste. Den Tank oder was? Nö. Aber mir fällt gerade auf, dass du zumindest nicht das Allerwichtigste vergessen hast, sondern nur das Zweitwichtigste. Ja, du meinst das, was man hier rauspumpt. Seared. Oder was? Ah, es gibt Essen. Ah, Crafting Table. So. Crafting Table, mal ganz kurz. 1, 2, 3. Ja, ich benutze jetzt gerade nicht den Tinker, es ist mir gerade egal. Das und da brauchst du jetzt noch einen Inkit Cast, den kannst du aber gefälligst selber herstellen. Das habe ich sogar mit mir gerade. Von einer anderen Smeltery. Ja, den klaust du nicht von einer anderen Smeltery gefälligst. Ich will, dass du einen neuen herstellst. Das ist nicht nett. Und pack die Sachen nicht rein ins... Und pack die Sachen nicht ins System, wenn sie nicht voll repariert sind. Bitte. Dafür habe ich das Moos da drauf.
Ach, okay, drauf geschissen. So, und du kannst noch ein Redstone-Ding ins Clockteil da dran bauen. Und ich glaube, dann gehört da Kohle unten rein. Ich gehe erstmal essen. Bis gleich. Ja, und ich schaue mir ein Video an. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder nach einer Weile Pause. Razor hat entdeckt, dass er vollkommen verpeilt hat, auch noch eine Möglichkeit der Mob-Essenz-Abpumpung an die Grinder ranzusetzen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir auf einmal nur noch verdammt wenig Mob-Essenz hatten, obwohl ja unsere Mob-Farm dauerhaft lief. Und deswegen habe ich mich gefragt, wo auf einmal denn die ganze Mob-Essenz hin ist. Bis mir dann aufgefallen ist, dass er gar keine, Mob-Essenz abfüllt. Das ist mir aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass es gar keine Dinge sind. Mir ist aufgefallen, dass sie das da verpeilt haben. Ja, mir ist es auch aufgefallen. Jedenfalls haben wir das Ganze jetzt gelöst mit Fluid Interface und Emmy Interface. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber anscheinend, wenn der Grinder ein Interface neben sich detektiert, beziehungsweise generell ein Inventar neben sich detektiert, packt er die Items trotzdem da rein, obwohl hinten der kleine Punkt ist, wo das eigentlich rausgehört. Also, ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob das bei Interfaces nur so ist oder was auch immer, aber es funktioniert und das, darüber bin ich froh. Und das ME Fluid Interface statt einem Import-Bus für Fluids, das mache ich auch nochmal bei der anderen Mob-Farm, denn, das ist wesentlich effektiver, weil es halt ein kompletter Block ist und somit kein Licht durchlässt, was natürlich für eine Mob-Farm ganz effektiv ist. Und gut aussehen tut es auch noch. Wesentlich besser als meine Konstruktion, die ich da immer gemacht habe, mit dem blöden Import-Bus. Total bescheuert eigentlich von mir, dass ich bei Items so darauf achte, immer das Interface zu nehmen und dann mit Item-Ducts oder sonstigen Sachen ins Interface zu pumpen und keinen Import-Bus dafür zu nehmen an Kisten, aber dann für sowas jetzt dann immer den Fluid-Import-Bus zu benutzen. Zum Beispiel hier könnte ich auch viel besser ein Fluid-Interface dran bauen. Denn ich muss da ja nichts providen. Und deswegen baue ich da einfach ein Fluid-Interface dran. Das sollte so funktionieren. Auch wenn ich fast sagen würde, dass das andere besser aussah. Welches andere sah besser aus? Das, was ich vorher gemacht habe. Ich, bei meinem Teil jetzt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Was sah besser aus? Das alte mit dem Fluid Bus oder das neue mit dem Interface? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. So. Irgendwann kommt das nämlich ja sowieso weg, dann ist es wieder egal, aber naja. Zwischen den Aufnahmen hat Razor vor allem und ich habe ein bisschen mitgeholfen, einen Haiofen gebaut. Zum größten Teil war es aber wie gesagt Razor und der hat einen Haiofen gebaut, in dem wir Stahl herstellen. Dafür braucht ihr im Haiofen drin unten Charcoal, das funktioniert auch nur mit Charcoal, mit keiner anderen Kohle. Und dann Gunpowder, Redstone und Sand in den Slots, das müssen auch diese Slots sein, in die reinkommen. Und hier an der Seite Eisen. Die Menge an Slots, die ihr hier an der Seite für Eisen habt, bei Stahl zumindest, ist abhängig von der Größe des Ofens, wie es eben auch bei der Smeltery ist. So viele Blöcke, wie innen frei sind, ist, glaube ich, auch die Menge an Ingots, die da rein können. Klingt logisch, ne? So, und dann haben wir nämlich rausgefunden, dass man die Teile hier einstellen kann auf eine bestimmte Stelle, wo die rein sollen. Und haben hier halt jeweils Export-Buses. Einmal für die Charcoal, dann einmal hier für Sand, einmal da für Redstone, einmal das für Gunpowder und einmal das da für Eisen. Und das sind alles separate Export-Buses, weil es anders nicht funktioniert. Das sind aber dadurch halt getrennte Sachen und die kommen da alle rein. Und jetzt läuft das Teil gerade bei 3000 Grad auf höchster Geschwindigkeit. Ist super. Dann hat Razor hier einen Level-Emitter dran gebaut mit 8291 Stahl. Bei 8291 Stahl emittiert das Ding dann ein Redstone-Signal und schaltet die Redstone-Clock aus, die dann wiederum ausschaltet, dass halt hier Stahl produziert wird. Dann wird sich der Tank hier drin auffüllen und dann wird kein Stahl mehr hergestellt, wenn das Teil voll ist. Und deswegen verschwenden wir dann auch kein Eisen mehr, als wir brauchen. Und ja, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Bei 8192 ganz schön viel ist dafür, dass wir es nicht auf die Valuables-Diskette packen. Ich pack den Stahl mal auf die Valuables-Diskette. Ja. Los. Arbeite! Gesundheit. Vergiss erst mal selber nächstes Mal nicht, die Mob-Farm richtig zu bauen. Ja. Shots fired. Verschöner sie nur. Es ist nur eine Verschönerung. Ja, ja, Shots fired. Es liegt daran, dass die Fluid-Ducks gefehlt haben. Nein, es ist einfach nur Verschönerung. Shots fired. Und die Fluid-Ducks haben sowieso nicht gefehlt. Fluid-Ducks sind das Letzte, was ich da dran haben würde. Dann müsstest du ja einen extra Tank bauen, wo du dann wieder einen Import-Bus dran packst. Nee, dann lieber gleich Import-Buses.
Wäre mal schön, wenn du nicht ganz Zeit den Controller resetten würdest. Entschuldigung, aber ich habe doch gerade gesagt, dass ich den Stahl in die Valuables da reinpacke. Und dafür muss ich den Controller resetten, weil ansonsten Items, die nicht in die Valuables-Diskette rein sollten, in andere Disketten verteilt werden, solange wie die Valuables-Diskette draußen ist. Und das wollen wir nicht. Jetzt nehme ich erstmal allen Stahl raus und pack allen Stahl wieder rein. Dann ist es gut. Dann ist es nämlich jetzt auch auf der Valuables-Diskette. Und ich glaube, 8192 ist trotzdem ein bisschen viel für etwas wie Stahl. Wie viel haben wir denn an Eisen? Wir haben 181.000 Eisen, okay. Ich glaube, dann ist 8192 für Stahl doch nicht schlecht. Wir haben auch wie viel Redstone? 100.000 Redstone und wir haben Gunpowder 62.000. Und Sand haben wir am wenigsten. Denn Sand ist wirklich was, was man irgendwie ständig für irgendwas braucht. Sand brauche ich für die Airshards, Sand brauche ich für TNT. Sand braucht man irgendwie für alles. Deswegen muss ich wahrscheinlich erstmal Sand irgendwie mehr herstellen. Ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Pulverizer, die Sand herstellen. Oh Gott. Klingt nach einer sinnvollen Erweiterung des Systems. Was? Dann brauche ich fürs TNT. Ja, ich weiß, das war ein unglaublich schlechter Witz, wenn man ihn als Witz sehen will, aber es war nicht als Witz gemeint, also habe ich es auch nicht als Witz genommen. Ja, ich kenne noch einen anderen TNT. Ja, natürlich. Die Zuschauer sollten den auch kennen. Die meisten zumindest. Ja, natürlich. Ja, die meisten gucken ja zu. Gucken dann auch alles. Und kennen die auch das Serverplay. Und außerdem war auch in den Agrarian Skies TNT schon mal mit drin. Oh, was sammeln langsam Charco? Stimmt, da war er drin. Und hey, das sollte ich dir auch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich einfach ganz billig und bitter und, naja, ohne großen Aufwand, habe ich hier einfach als vorderstes Teil ein Item Duct mit Oakwood als Whitelist. Und es ist halt so, dass Item Duct immer die nächste Destination nehmen, also das, was am nächsten dran ist, versuchen sie zu füllen. Und da ich eben eine Whitelist habe für Oakwood, kommt in das Ding der Oakwood rein und wird eben mit Oakwood komplett aufgefüllt, bevor das in die Deep Storage Unit geht. Und dann geht es eben in die Deep Storage Unit und füllt die auf. Und dann habe ich das so eingestellt, dass es hier oben nach oben rauspackt in die Better Barrel, sodass das irgendwann auch voll ist, wenn wir genug Kohle haben. Dann läuft der Rest und Furnace nicht mehr, wir bekommen noch mehr Holz. Und dann ist hinten dann natürlich wie immer ein Storage Bus. Das gehört sich so. Und dann aber natürlich auch hier hinten ein Fuzzy Storage Bus mit der Charcoal drin für die Trash Can. Also alles, was getrashed werden kann, weil wir eine Barrel dafür benutzen, natürlich dann da hinten dran. So. Das war auf jeden Fall auch noch eine Sache, die ich zeigen wollte. Das sollte oder was auch immer. Das hier lädt sich jetzt langsam wieder auf von der Durability her. Was wir außerdem gemerkt haben, ist, dass Flint tatsächlich auf den normalen 4K-Storages drauf war und deswegen die Storages langsam aber sicher immer voller und voller und voller wurden. Und deswegen habe ich jetzt erstmal einen Precision Export Bus gebaut, der den Flint hier stackweise in der Deep Storage Unit packt. Die Deep Storage Unit habe ich auch erstmal wieder craften müssen. Denn die war auch wieder nicht existent. So. Aber gut, dann sollte der Flint ja gleich weg sein. Und wenn aller Flint im System ist, nicht mehr im System ist, also aller Flint in der Deep Storage Unit drin ist, dann nehme ich einen Import-Bus und importiere das alles wieder. Was daran liegt, dass wir eben jetzt Flint auf der Valuables Diskette haben. Also jetzt ist Flint so formatiert, dass er auch auf die Valuables Diskette raufpasst. Vorher passte Flint nicht auf die Valuables-Diskette und hat deswegen alles andere voll gemacht. Jetzt kommt er auch auf die Valuables-Diskette, jetzt sollte das kein Problem mehr sein. Und dann bekommen wir jetzt langsam aber sicher Flint. Der sollte jetzt wirklich bald mal fertig sein. 300, 200, 150 und das System hat keinen Flint mehr. So, der Export-Bus, den sollte man immer mit der Spitzhacke abbauen. Mache ich so. Und dann darf er einmal Stacks importieren. Das wird jetzt wieder eine Ewigkeit dauern. Und wenn die Deep Storage Unit leer ist, ist es gut. Das soll jetzt das Endziel, dass die Deep Storage Unit leer ist. Vielleicht baue ich aber noch einen zweiten Precision. Precision Import bitte auch einmal. Huch, was ist denn jetzt los mit dem ME-System? Was machst du damit wieder? Ich mach gar nichts. Ich dachte, das wärst du. Soll ich machen? Ich baue ja einen Mob-Farm und... Ja eben, du baust neue Interfaces dran, ne? Ja, aber das ist halt nicht so ins...
Server mit ME so zu knallen. Und was ich auch noch mal gemacht habe, ich glaube, das habe ich auch noch nicht gezeigt, ist, dass ich hier separate Öfen nur für die Plastikherstellung gebaut habe und auch noch mal einen separaten Pulverizer nur für Nether Quartz Dust. Alles andere läuft dann hier normal weiter. Und die hier sind jetzt halt noch für die Prozessoren zuständig und für das Silicon und die hier für Glas. Denn Glas ist eine der Sachen, die man auch am häufigsten herstellt, deswegen sollte man Glas auch immer in einem eigenen Ofen haben. Und notfalls packe ich dann halt noch die Rezepte vernünftig geordnet in die Öfen weiter rein. Also sortiere ich die dann nochmal ein. So, die sind voll und die wird jetzt immer voller werden. Sie war auch erst halb voll. Denn das Ding wird ja jetzt komplett in das System reingepackt. Und jetzt wollte ich noch einen Importbus haben. Einen weiteren. Wie lange brauchst du denn nur, um meinen blöden Circuit herzustellen? Da habe ich mich auch schon bei Interfaces gefragt. Was? Oh ja, ich wollte ja auch noch Barrels für die Dinger anlegen. Für die ganzen Teile, das wollte ich ja auch noch gemacht haben. Hier das jetzt alles hoffentlich. Eigentlich sollte ich das dann lieber so rum machen. Nee, das ist auch nicht intelligent. So rum ist dann doch noch besser. Prozessoren brauchen wir nicht so viel wie Glas. So. Import was. Einfach noch einen dran bauen, auch auf Stacks und ein Kabel dran. Jetzt geht das doppelt so schnell. Kannst du mal kurz gucken, ob noch zwei Interfaces am Kaufen sind? Fluid Interfaces oder normale? Beides. Ich cancel mal den Job und mach das nochmal neu rein. Ich hab ne Hungry Chest bekommen. Mein Reward Back. Einmal 10 davon, einmal 10 davon. So, jetzt sollten die alle hergestellt werden. Gut, ich denke mal, das sieht dann schon alles ganz toll aus. Ich werde dann zwischen den Aufnahmen nochmal noch wieder das ME-System weiter ausschlacken, indem ich die Bushes in Barrels einordne. Ich denke mal, da reichen dann Barrels mit dem üblichen. Ich glaube, dann packe ich auch Void Upgrades dran. Bush. Wie viel gibt es denn davon von diesen Bushes? Bush. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Barrels, 3 weitere Void Upgrades, Structure Upgrades 6 Stück, die anderen auch 6 Stück. Nicht nur 3, 6 will ich haben. Danke sehr. Und zuletzt noch die Storage Upgrades. 12 davon. Und dann Storage Buses. Nicht die Fuzzy Storages, sondern die Storages. So, gut. Das war's dann aber auch schon für diese Folge wieder mal. Ich würde sagen, ihr wisst, was man über YouTube benutzt, da brauche ich euch jetzt nicht wieder dran zu erinnern. Und ich töte noch diesen Enderman hier. Bekomme wieder eine Enderperle, super. Und ich würde sagen, vielleicht sollte ich mich in der nächsten Folge mal wieder mehr um Magie kümmern. Während, keine Ahnung, vielleicht will Razer sich dann weiter um die Quests und Technik kümmern. Ja, kann ich machen. Weiß gar nicht, inwieweit wir noch Quests haben. Da haben wir noch eine. Claim Reward. Yay, ein Decor Reward, den keiner braucht. Jetpack Engine disabled. Disabled ist übrigens auch das englische Wort für behindert. Wollte ich nur mal angesagt haben.
Das muss der wissen. Ja. Natürlich muss ich das wissen. Ich bin hier der Schlaubi-Schlumpf. So. Ja, nice. Und genau, das war das. Und wie gesagt, dann würde sich Vaser wahrscheinlich mehr wieder um die Technik-Quests, Reihenzeug kümmern. Zum Beispiel die Reactor-Warmer-Quest kannst du dann mal machen. Und die Steam-Room-Quest und die Heavy-Armor-Quest, dass du das Chapter mal komplett abarbeitest. Und ich gucke mir da mal wieder mehr Eurovisor Steve an. Apropos, ich kann noch mal kurz eine letzte Sache machen. Und zwar eine Water Shard einhänden, denn davon haben wir jetzt schon 1700 Stück. Dank meiner automatischen Farm, Manual Submit, Claim Reward. So, als ob ich den jetzt jeweils noch brauche. Ganz ehrlich, den brauche ich überhaupt nicht. Ich habe unendlich... Das Einzige, was ich brauche, sind Earth Shards, denn die habe ich wirklich wenig. Aber ansonsten haben wir massenweise... Oh! Augmented Capacity Rooms, das ist gut. Alter, ich freue mich, wie ich einfach jetzt gerade die geilsten Rewards absahne einfach. Ja, das sind geile Sachen. Sag doch, Reward Bag Opening. Da haben wir ganz viele und dann zum Schluss alle aufgemacht. Ja, aber die kann man einfach alle auf einmal aufmachen, das ist doch viel effektiver dann. Ja, das meinte ich ja zum Schluss. Sind alle auf einmal so... Ja, das... Ich hatte das Gegenteil gemeint von dem, was ich gesagt habe. Was willst du alle Reward-Bags aufbewahren? Du könntest doch geile Sachen darin finden, die du jetzt im momentanen Spiel haben willst. Und nicht erst im nächsten. Oh, mir fällt gerade auf, dass es nicht sinnvoll ist, diese Runenseite schon auszufüllen, wenn ich noch die andere noch gar nicht voll habe. Yay. So, nice. Egal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge weiter Thorncraft oder Blood Magic, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe und was gerade da so ansteht und so. Der Enderman stirbt noch, ich habe wieder eine Enderperle mehr und ich verabschiede mich von euch. Ihr wisst, wie man YouTube benutzt, noch einmal und Razer verabschiedet sich bestimmt auch noch von euch. Ja, tschüss. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder in dem Fall jetzt gerade eine schöne Restnacht, in Minecraft zumindest, und tschüss.